ein gutes, aber selbstverständlich, das da hier sind, zeigt die zweite Hand, das sind die Folgen, wenn man bei mir trainiert. Das ist halt, das da ist vom Messer, siehst du, wenn man mit Holz ein Messer trainiert, Mit Holzmesser. Holzmesser, Und das ist schon ein paar Tage alt, ne? und mit keinem Gummimesser, weil würde ich euch mit Gummimesser angreifen, würdet ihr das gar nicht ernst nehmen. Ja? Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek, gleich am Anfang vom Video. Alles Gute im neuen Jahr. Wünsche ich euch auch die Mia und auch die Alexa. Das sind meine zwei Mini-Bodyguards. Und ich war vorher auch draußen, ein bisschen trainieren. Ich trainiere einfach am liebsten draußen in der frische Natur. Jedes Mal, wenn ich mit meinen Söhnen, mit diesen Jüngeren, die sind jetzt 17, werden bald 18, die zwei Erwachsenen, die wohnen nicht mehr mit uns, dann trainiere ich auch mit denen. Oft gehen wir nur spazieren, aber aus dem Spaziergang entwickelt sich dann meistens immer irgendeine Kämpferei, Training halt. Da brechen wir von Ästen so kurze Stückchen und das ist so quasi wie Messer oder einfach nur uns gegenseitig angreifen und so. Meistens, wenn meine Frau mitgeht, dann dreht sie nur mit dem Kopf oder so, aber ich sag's immer, das ist die Vorbereitung aufs Leben, weil wenn man sich so anschaut, wie viele Irren, vor allem bei euch in Deutschland, herumlaufen, ja, vor allem in den letzten Jahren, man kann das nicht mehr leugnen. Wer sowas leugnet, diese ganze Gewalttaten und diese hemmungslose Vorgehensweise von vielen Aggressoren, ja, dann dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Man hat gesehen, auch jetzt bei den Silvester, wenn man sich so die Bilder anschaut von Berlin, auch habe ich ein paar so Videos gesehen, auch von Überwachungskameras in den U-Bahnen, da sieht man aus, kaum noch irgendwelche Deutsche. Und da sieht man meistens irgendwelche dann auch in der Stadt, die sich dann mit den Raketen gegenseitig abschießen auf 2, 3 Meter. Das heißt, so wenig Hirn musst du schon einmal haben, dass du nicht nachdenkst, wenn das ins Gesicht geht oder so, schlimmste Verletzungen davon tragen. Aber ist egal, ich nehme so ein 20er, 30er Packung Raketen, drehe das uns um die Hand und dann gehe ich wie mit einer Waffe gegen welche. Ich glaube, entweder schauen sie zu viele Filme oder sind komplett weich in der Birne, die ganzen Chaoten. Heute würde ich euch gerne ein Video zeigen oder reagieren, aber nur so kurz. Ich werde nicht auf ganzes Video reagieren, weil das dauert einfach zu lange. Ich mag nicht so lange Videos. Und da sieht man, ich kenne das Video. Das Video habe ich schon vor 1 oder 2 Monaten gesehen. Nur habe ich noch nicht dazu reagiert. Wollte ich, aber bin ich nicht dazu gekommen. Ich darf auch nicht alles zeigen, weil sonst sperrt mich das gleich der YouTube. Aber da sieht man wieder Sachen. Ich glaube, schaut Leute, es ist darum gegangen. Man sieht in dem Video einen Typen, so einen Glatzerten, und da in dem Video wird gesagt, dass es so quasi ist dabei erwischt worden, wie irgend so ein Alkoholladen beim Klauen, und dann hat ihn so quasi der Sicherheitsmann rausgeschmissen, ja, und der ist dann irgendwann zurückgekommen mit so einem Hals von der Flasche, diese abgebrochene Halsflasche in der Hand, und das hat er so quasi ganze Zeit hinter dem Rücken gehabt, ja. Und man merkt, dass dieser Typ ist meiner Meinung nach ein Kampfsportler. Warum glaube ich, dass er ein Kampfsportler ist? Weil er nicht richtig aufgepasst hat. Ja, entweder macht sie jetzt kurze Pause und schaut euch das ganze Video, ist in der Links in der Beschreibung, das ganze Video, könnt ihr euch anschauen. Aber kommt dann sofort zurück, weil ich würde euch gerne auf ein paar Details hinweisen, was vor allem Kampfsportler viele nicht achten. Warum? Weil die Kampfsportler kämpfen immer mit Regeln. Die wissen, da kann nichts passieren, da kann keiner ein Messer oder abgebrochene Flasche ziehen. Oder im schlimmsten Fall, wenn es arg wird, kommt dann der Schiedsrichter dazu. Draußen hast du diesen Schiedsrichter nicht. Ja. Und da sieht man, so Leute, da sieht man, ich benutze mein Handy, da sieht man diesen Typ, spaziert da durch den Gang und dann passiert dieser Sicherheitsmann, macht die Tür auf, da geht so eine Tür auf und sofort kommt ein Kick. Sofort kommt ein Kick. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man sieht, dass der Aggressor die Hände hinter den Rücken hat. Ja? Wenn schon einer zum Beispiel ein Messer, ja, nehmen wir ja, so ein Messer. Ja? Jemand hat so ein Messer schon vor dir, vor dem Körper stehen. Dann erstes einmal wäre das gar nicht so gescheit, waffenlos auf den Zugen, ja. Immer Führung, Führung, Führung. Für dich viel unangenehmer,
hier zu agieren, wie wenn ich jetzt auch das mache, so wie man. Ja, nein, da ist schon vorbei. Das wäre wirklich lebensgefährlich, ja. Erstens einmal würde ich das auch nicht machen, wenn ich nicht weiß, was er hinter dem Rücken hat. Ja? Aber man merkt, dass der das ein bisschen falsch eingeschätzt hat, dass er gut aus den, in dem Video davon gekommen ist. Ja, das war ein riesengroßes Glück. Aber jetzt stell dir vor, er kickt und er stecht ihm voll in den Bein rein. Und, oder er trifft nicht richtig oder was auch immer. Und er kommt nah und er sticht ihn und so weiter und so fort. Wie auch immer, es ist gut. Dass der Anfang war noch, sagen wir, halbwegs okay, ja. Wo aber, meiner Meinung nach, ganz großer Fehler war, ist, schaut euch das einmal an, er hat ihn zum Boden gebracht und jetzt, der Aggressor, er versucht so auf alle vier gehen und mit der linken Hand ist es so quasi auf seinen Oberschenkel von dem Wachmann und er hat riesengroßes Glück gehabt, dass der mit der gebrochenen Flasche nicht, er war direkt von oberhalb oder vis-à-vis von seinen Oberschenkel, wo die richtige Venen hast, wo du innerhalb von kurzer Zeit, sagen wir mal 2 Minuten, verblutest. Vor allem mit einer Flasche, mit einem dickeren Gegenstand, spitzigen. Das geht ganz schnell. Wenn er dir die Aorta erwischt, dann bist du innerhalb kurzer Zeit weg. Und er war ziemlich lange in dieser Position. Das heißt, alleine das wäre schon Fehler. Wenn schon, dann kriegt er auf Distanz noch einen Kick ins Gesicht, wenn nicht anders geht, aber nicht versuchen, so nah zu kommen. Man merkt das, deshalb ist mir auch wichtig, Leute, und viele Kampfsportler, die zu mir kommen, auch Boxer, auch MMA und so weiter, sagen, ja, Marek, wir brauchen auch diese deine Ausbildung. Ich sage, ja, wir können alle schlagen und so weiter, nur wir passen halt nicht auf solche Schlägereien oder Auseinandersetzungen, wo auch Waffen ins Spiel kommen können. Das heißt, er hat mehrmals, bevor er aufgestanden, konnte ihn noch mehrmals in den Brustkorb stechen. Erstes Mal hat er auch Glück gehabt, dass er betrunken war. Aber da sehen wir, und jetzt, er hat den Sicherheitsmann, man merkt, dass er schlagen kann. Das ist kein 0815 Sicherheitsmann, ja. Und jetzt, das war sehr wichtig, was auch meinen Leuten immer beibringe mit dem Messer. Wenn ich zum Beispiel attackiere mit dem Messer, dann strecke ich mich nach vorne. Derjenige muss zurückgehen, ausweichen, entweder mit dem Messer, Messerblocken oder einfach nur zurückgehen. Und dann gehe ich wieder nach vorne, wieder zurück, dass die Leute jedes Mal das zurück haben. Und genau dasselbe machen wir dann waffenlos. Ich komme mit dem Jab zurück, dann wieder er, Jab und so. Das auszuweichen, dass du lernst, wie deine Körpermechanik oder Bodymechanik funktioniert. Das ist sehr, sehr wichtig. Deshalb ist es auch wichtig, dass man mit dem Messer Sparring macht. Keine abgesprochenen, dummen Entwaffnungen und Leitereien oder so, sondern du nimmst Brille, so ein Messer, was ich im Shop habe. Es ist auch wichtig, dass ihr Leute, sieht man das, mit so einem Messer trainiert. Ja? Das heißt, der ist spitz, du wirst auch so ein Messer nicht im Körper haben. Das tut wirklich sehr weh. Ja? Und das nimmt dein Hirn dann auch ernst, wie eine Gefahr. Ein Gummimesser oder irgendein aus dem Teppich ausgeschnitten oder Matten, Trainingsmatten, das nimmt dein Hirn nicht ernst. Aber selbstverständlich, das da hier sind, zeigt die zweite Hand, das sind die Folgen, wenn man bei mir trainiert. Das ist halt, das da ist vom Messer, siehst du, wenn man mit holzernen Messer trainiert. Mit Holzmesser. Holzmesser. Und das ist schon ein paar Tage alt. Ne? Und mit keinem Gummimesser, weil würde ich euch mit Gummimesser angreifen, dann würdet ihr das gar nicht ernst nehmen. Ja? Und gerade beim Sparring, so wie du kämpfst, so wie du trainierst, so kämpfst du. Auch wenn du ein ganzes Jahr nur irgendwelche abgespielten Sachen machst, das ist nicht die Realität. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute, wie ihr trainiert. Es muss hart sein, du musst Sparring machen, es muss auch wehtun und vor allem richtige Angriffe und nicht mit so und die andere linke Hand ist hier unten und dann wartet, bis derjenige dich entwaffnet. Das ist Bullshit einfach, ja. Das heißt, das war sehr gut. Man hat gesehen, wie er jedes Mal ausgewichen ist. Das heißt, hier ganz schlechte Stelle hier am Hals. Das ist, wenn wir Sparring machen, ist die
Die meiste Stelle, wo ich hier die Leute erwische, hier am Hals, deshalb ist es auch wichtig. Auch wenn du attackierst mit dem Messer, du darfst nie zu lange in dieser Gefahrzone bleiben. Das ist, als würdest du ins heiße Ofen handstechen. Wow, fuck, aber dann gleich wieder zurück. Das heißt rein, raus, rein, raus. Und er hat das gut gemacht. Er hat gepuncht, zurück, bam, und wieder zurück. Das ist sehr, sehr wichtig. Und weil ein Ziel, der sich bewegt, ist nicht leicht zu treffen. Boom. Und dann hat man gesehen, er ist das letzte Mal ausgewichen. Boom. Und ein Cross richtig reingelegt. Und das war schon. Er war ziemlich schon benommen. Dann hat er ihm noch einen Ellenbogen gegeben. Und nicht Ellenbogen, ein Knie. Kniestoß gegeben. Und die Sache war gegessen. Ich sag's euch, Leute. Der Typ hat, man hat gesehen, er ist durchtrainiert, kein 0815, so wie ich, sicher heißt man, so wie ich ihn auch in Deutschland gesehen, in ein paar so Geschäften, wo so irgendwelche Randalierer, irgendwelche, ja, haben wie Schwarzafrikaner ausgesehen, ich weiß nicht, ob das Rewe war oder so, im Facebook-Video gesehen, wo sie alles klein geschlagen haben, alles fertig, die umgeschmissen, und die Sicherheitsleute schauen nur zu, weil sie sich einfach nicht trauen oder besser zuschauen, als ein Messer im Bauch bekommen oder dann zum Schluss, wie es bei euch in Deutschland ist, noch angeklagt werden, weil, ach, ist egal, besser werde ich dieses Thema nicht erweitern. Und da hat man gesehen, er hat Ahnung, aber Leute, egal auch wenn ihr Kampfsportler seid, weil ich finde, Kampfsport durch die ganze Schläge und so ist am nächsten der Straße, ja, nur wenn ich zum Beispiel mit Messer oder Stock trainiere, dann ist das ähnlich, die ganze Schläge, der Cross, der Hook oder das Parieren, das ist alles ähnlich, wie als würde ich boxen mit einem Messer, nur das musst du auch können, sonst ist das nur irgendeine wilde Herumfuchtlerei, ja. Je einfacher, desto besser, aber diese Mischung macht es aus, Kampfsport und Nahkampftraining mit Waffen, aber keine dumme Sachen, keine Stöckchenfechtereien, keine Messerleitereien, Umleitereien und Entwaffnungen, vergiss es, das funktioniert. Je einfacher es ist mit deinem Training, desto die Wahrscheinlichkeit ist höher, es auf der Straße auch richtig zu benutzen oder anzuwenden, beziehungsweise ist das richtige Wort, anzuwenden. Ja? Wenn es aber viel zu kompliziert ist in deinem Dojo und der Aggressor oder der Partner ist viel zu langsam und lasch und er gibt dir richtig Zeit zu reagieren, dann bist du meilenweit oder Lichtjahre davon entfernt, es richtig zu machen. Und ja, selbstverständlich, Leute, greift ihr auch zu. Ich habe jetzt die ganze Tomahawks sind wieder im Schock, weil viele von euch wollten, habe ich schon gefragt, wann die Tomahawks endlich wieder kommen. Die Tomahawks sind schon im Shop. Auch diese Neck Knives, ja, die sind richtig gefährlich, was an Verteidigung angeht. Die sind zwar nicht zu schneiden, obwohl du durchs Gesicht, wenn du damit parierst, oder egal, wenn dich einer greift und du steckst ihn irgendwo, egal wo im Körper, diese Neck Knives sind wirklich niedergeschmettert, was an Verteidigung angeht. Das ist alles erlaubt. Hier haben wir Karambit ohne Ring, ja, schaut, wie gut man das halten kann, egal ob du Hammerfisch, Befischer oder einfach Verstärkung deine Faust und viele andere Sachen, was ich im Shop habe. Und bitte, wenn ihr Training machst mit Messer, dann mit Messer, dass das der Partner auch spürt. Das ist sehr, sehr wichtig. Lass Finger von Gummimessern, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, jetzt ab Montag fängt wieder das Training an, hier in Wien bis Ende März. Ungefähr 60% ist schon alles voll, die Termine. Das heißt, wer dabei sein will, dann muss er Gas geben. Ab April bin ich in Serbien wieder in Niš, wo ich auch das Schießausbildung mache mit den Leuten und so weiter. April ist schon voll und in jedem Monat sind schon einige Termine voll, vor allem in August. Das heißt, wer auch im Sommer dabei sein möchte, muss rechtzeitig reservieren. So Leute, ich wünsche euch alles Gute, bleibt stark, trainiert schön fleißig, man sieht sich. Ciao, Marek.